Das passiert heute bei Familie Fröhlich. Das ist so blöd von euch. Ja, ich will auch eigentlich gar nicht mehr mit euch reden jetzt. Lasst mich einfach in Ruhe. Jetzt halt dich aber ganz gut fest. Nicht, dass du aus der Kiste fällst. Ja, das macht dir Spaß, oder? Ich mag das auch gerne. Schade, dass du mich nie ziehen kannst, weil du noch so klein bist. Meine Güte, dass Lukas hier immer seine Sachen stehen lassen muss. Kann er die nicht einfach mal alleine wegräumen? Jeden Tag hier das Gleiche. Überall stehen die Kaffeebecher rum. Was Hannah und Martina wohl gerade machen? Ob ich sie heute wohl nochmal besuchen soll? Oder lasse ich sie heute mal in Ruhe? Fussel, was machst du da auf dem Tisch? Runter, du weißt, ich mag das nicht. Jetzt geh vom Tisch runter, komm. Fröhlich? Ja, hallo, Sophia, ich bin's, Martina. Oh, hallo, Martina. Ich habe gerade an dich gedacht, ob ich dich heute nochmal besuchen soll oder ob euch das vielleicht stresst. Na, das nenne ich aber Gedankenübertragung. Ich wollte dich kurz fragen, ob es vielleicht möglich wäre, dass du uns heute abholst. Uns geht es schon so viel besser und ich würde unbedingt gerne hier raus aus dem Krankenhaus. Aber Jochen muss arbeiten und vorher muss er noch zur Versicherung. Ja, sein Chef hat irgendwie überhaupt gar kein Verständnis, ja, für unsere Misere. Ja, und da wollte ich dich ganz lieb fragen, ob es vielleicht möglich wäre, dass du uns abholst. Ja, und wir erstmal so lange dann bei euch warten, bis Jochen heute Abend von der Arbeit kommt. Ach... Also Martina, das mache ich doch total gerne, aber ich kann euch nicht sofort abholen, weil ja die Emma bekommt euch Besuch von ihrer Freundin Frieda, die wollen zusammen auf den Spielplatz gehen, mit deren Mama. Ich muss eben nur warten, bis Emma weg ist, dann hole ich euch sofort ab. Ja, ja, und sag mal, wäre es vielleicht möglich, dass du mir irgendwas zum Anziehen mitbringst? Jochen hat mir zwar was mitgebracht, aber da fühle ich mich wie so eine Oma drinne. Ja, Martina, das mache ich. Ich habe hier auch schon was für die Hanna gekauft, das bringe ich dir gleich mit, ja? Ach, du bist so lieb. Danke, Sophia. Das mache ich alles wieder gut. Versprochen. In ein Hotel? Das finde ich aber auch blöd. Das ist doch auch bescheuert für Hannah. Weißt du, wer gerade angerufen hat? Nee, hat Omi angerufen vom Meer. Ist es da schön? Nein, Hannas Mama hat angerufen. Sie kommen heute nach Hause. Und stell dir mal vor, sie werden heute erstmal den ganzen Tag bei uns bleiben. Dann kannst du ein bisschen mit Hannah spielen und sie aufmuntern. Ja, das macht bestimmt Spaß. Na, Nulinus, was ist denn jetzt los? Ja, also die letzten Male war Hannah ganz komisch. Sie ist überhaupt nicht mehr wie meine Hannah und ja, sie war auch so gemein letztes Mal. Aber Linus, Hannah hat doch was ganz Schlimmes erlebt. Da ist es vollkommen normal, dass man vielleicht wütend oder traurig ist. Gib ihr ein bisschen Zeit. Sie wird bestimmt bald wieder wie die Alte sein. Na gut, wenn du das sagst. Wann geht's denn endlich los? Ach, hoffentlich bleibt das Wetter jetzt auch mal ein bisschen stabil. Nicht, dass es wieder total anfängt zu regnen. Ja, sag mal, Sophia, ist das okay, wenn ich die Emma gegen 18 Uhr bringe? Ja, das ist super okay. Danke, dass du sie mitnimmst, Miriam. Da freut Emma sich bestimmt. Und sie spielt so gerne mit Frieda. Ach, Fussel. Ich habe so Angst, dass Hannah heute wieder so komisch ist. Was mache ich denn, wenn sie heute wieder so rummotzt? Also ich kann ja verstehen, dass sie traurig ist. Aber dass sie so sauer ist, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Und vor allen Dingen, warum sie mich so anmotzt. Wirklich komisch. Linus, kommst du jetzt bitte? Wir wollen los. Ja, ich komme ja schon. Ach Linus, nun zieh nicht so ein Gesicht. Glaub mir, Hannah wird bald wieder die Alte sein. Gib ihr ein paar Tage Zeit, um das alles zu verarbeiten. Sowas ja steckt man nicht einfach so weg. Ja, aber ich bin doch immer so nett zu ihr. Ich habe einfach Angst, dass sie nicht mehr die Alte wird. Doch, Hannah wird die Alte wieder werden. Glaub mir. Ach, wie schön, Sophia, da bist du ja schon. Ich dachte, du kannst nicht so schnell. Doch, Friedas Mama kam schon ganz, ganz schnell. Ach, ich freue mich so für euch, dass ihr raus dürft. Geht's euch denn wirklich besser? Hallo, Hannah. Oh, hallo, Lino. Schön, dass du mich abholst. So, Hannah, dann wollen wir uns mal ganz schnell umziehen. Ja, Sophia hat ein paar Klamotten für uns mitgebracht.
Boah, Hanna, das Oberteil und die Schuhe und die Hose sehen richtig schön aus. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht, Linus. Das steht dir sehr gut. Kannst du toll tragen, Hanna. Ja, findet ihr? Ich kann es ja gar nicht so gut sehen, weil es hier keinen Spiegel gibt. Ja, ich finde auf jeden Fall, dass du das sehr gut tragen kannst. Die Farbe passt gut zu dir. Das ist aber sehr lieb von dir. Danke, Linus. Das Pferd hier vorne finde ich auch sehr hübsch. Ja, Sophia, irgendwie habe ich in deine Sachen nicht reingepasst. Tut mir leid, ich muss jetzt dieses Oma-Outfit hier anziehen, was Jochen mir mitgebracht hat. Ach du meine Güte, aber so schlimm ist das gar nicht. Wenn du magst, dann gucken wir nachher nochmal in meinen Kleiderschrank, ob wir da was Passenderes für dich finden. Ach wie schön, ich hatte noch gehofft, dass ich sie sehe. Ich wollte ihnen alles erdenkliche Gute wünschen und dass sich alles ganz schnell klärt mit einem Haus und ja, dass sie schnell eine passende Unterkunft für sie finden. Das ist aber lieb. Ich danke Ihnen, dass Sie uns so gut versorgt haben. Sie beiden leiden ja auch immer noch unter Ihrem Husten. Bitte nehmen Sie regelmäßig Ihre Tabletten und vergessen Sie nicht zu inhalieren. Und wenn es wieder schlimmer wird oder Sie andere Beschwerden haben, kommen Sie sofort ins Krankenhaus oder melden sich bei Ihrem Hausarzt. Das ist sehr wichtig. Gott sei Dank, endlich raus aus diesem Krankenhaus. Die waren zwar alle so nett, aber ich habe das Gefühl, mal im Krankenhaus geht es einem schlechter, als es einem wirklich schlecht geht. Ja, das finde ich auch, Martina. Ach, und jetzt endlich nach Hause. Nach Hause? Sag mal, bin ich eigentlich die Einzige, die hier aufpasst? Wir haben kein Zuhause mehr. Warum versteht das denn hier keiner? Wir leben quasi auf der Straße. Wir haben nicht mal eine Bettdecke oder eine Zahnbürste. Wir haben kein Zuhause. Ich weiß nicht mehr, wo wir heute Nacht schlafen sollen. Oder wo ich eine Zahnbürste herbekomme. Oder was mit Flo ist. Oder mit was ich spielen soll. Oder welche Unterhose ich morgen anziehen soll. Oder ob ich überhaupt ein paar Socken habe. Ich habe gar nichts mehr. Und ich habe auch kein Zuhause mehr. Und ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Ach, Hanna, nun beruhig dich doch bitte. Wir schlafen heute Nacht in einem Hotel. Und das mit Flo regeln wir schon. Und auch, dass du neue Klamotten bekommst. Und neues Spielzeug. Sei doch bitte nicht so sauer. Ich bin nicht sauer. Ich habe nur das Gefühl, dass ich der Einzige hier bin, der weiß, dass wir kein Zuhause mehr haben. Das kann doch wohl nicht sein. Oh je, es fängt auch so gut an mit Hanna. Ach, was mache ich denn jetzt? Die Arme. Hanna, wir werden das schon alles regeln. Mach dir keine Sorgen. Und sonst schläfst du halt bei uns. Du schläfst auch so gerne bei uns. Und dann kannst du mit Lino Spielzeug spielen. Ich will aber nicht bei euch schlafen. Ich will in meinem eigenen Bett schlafen und in meinem eigenen Spielzeug spielen. Warum versteht das denn keiner? Warum versteht mich denn keiner? Ich verstehe das einfach nicht. Das ist so blöd von euch. Ja, ich will auch eigentlich gar nicht mehr mit euch reden jetzt. Lasst mich einfach in Ruhe. Ach, Hanna, bitte. Nein, jetzt lasst mich endlich in Ruhe. Ich will nicht mehr mit euch reden. Oh Mann, Sophia, was mache ich denn jetzt? Sie ist die ganze Zeit entweder gut drauf oder so sauer und so traurig. Ach Martina, das ist doch ganz normal. Lass sie kurz in Ruhe und dann geht zu ihr. So, da wären wir also. Fühlt euch wie zu Hause. Ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt. Ja, toll. Toll, dass wir uns nehmen dürfen, was wir wollen. Schön, ihr habt ja auch ein tolles Haus mit einem tollen Garten und ganz vielen Klamotten und einer Küche und einem Badezimmer. Schön, das ist echt toll, Sophia. Also, Hanna, ich kann verstehen, dass du ganz sauer bist, aber ich kann da wirklich nichts für. Ich wollte dir einfach nur anbieten, dass du dich hier wie zu Hause fühlen kannst und dass du dir nehmen möchtest, was du willst und dass du meinetwegen auch so lange hier schlafen darfst, wie du möchtest. Und ich bin mir sicher, dass du auch mit Linus Sachen spielen darfst. Aber bitte mach mich nicht dafür verantwortlich, was passiert ist. Mach ich doch gar nicht. Ich will euch einfach nur sagen, dass ihr so tut, als ob nichts passiert wäre. Aber es ist so viel passiert und keiner versteht mich. Keiner versteht mich. Und ich habe jetzt auch echt keine Lust mehr mit euch zu reden. Ihr seid alle so doof. Blödes Haus, blödes Zimmer, alles blöd hier. Ich will mein eigenes Zuhause. Aber Hanna, Martina, jetzt lass sie. Sie ist einfach total sauer und ich verstehe sie sogar. Ich kann es verstehen. Sie hat alles verloren. Lass sie kurz sich erstmal ausstinken. Glaub mir, Sophia, sie meint es nicht so. Das weiß ich doch, Martina, dass sie es nicht so meint. So was Blödes. Keiner versteht mich. Wo ist eigentlich Flo? Ich will mit niemandem reden. Lass mich jetzt in Ruhe. Hanna, ich bin's doch, Linus. Ja, ich kann dich doch total verstehen, dass du traurig bist. Nein, Linus, keiner kann mich verstehen. Doch, Hanna, ich verstehe dich total. Außerdem sind wir doch beste Freunde.
Wir haben uns doch geschworen, dass wir immer aufeinander aufpassen. Ich komme jetzt rein zu dir. Nein, bleib draußen. Ich will jetzt mit niemandem reden. Ich will einfach alleine sein. Ach, Linus, ich habe doch gesagt, ich will alleine sein. Aber Hannah, ich lasse dich doch so nicht alleine. Das weißt du doch. Ich bin einfach so traurig, Linus. Und gleichzeitig bin ich so sauer. Ich bin so sauer, dass dieses Feuer einfach alles mir weggenommen hat. Alles, was mir was bedeutet hat. Und sei es einfach nur das Bild in der Küche. Oder ja, das Foto von meiner Oma. Ja, einfach ist alles weg. Und Mama tut so, als ob nichts passiert wäre und versucht mich die ganze Zeit zum Lachen zu bringen. Dabei bin ich so traurig, dass ich am liebsten nur weinen würde. Und ich bin so wütend, so wütend. Ich würde am liebsten irgendwas kaputt machen. Glaub mir das. Glaub mir, Hannah, ich bin auch traurig und ich verstehe deinen Schmerz. Ich kann mir nicht mehr ansatzweise vorstellen, wie schlimm es sein muss, was du gerade durchmachst. Aber das kann man doch nicht alleine schaffen. Da braucht man doch Freunde. Ich weiß nicht, Linus, ob du das verstehen kannst. Ich verstehe auch gar nicht, wie man so traurig und so wütend sein kann. Du weißt, ich bin immer gut drauf. Aber ich war selten so wütend. Ich würde am liebsten irgendwas kaputt schlagen. So wütend bin ich. Psst, guck mal, Linus spricht mit Hannah. Lass die beiden mal alleine, Martina. Wenn Hannah gleich mit Linus aus dem Bad kommt, kannst du immer noch mit ihr reden. Ich glaube, jetzt braucht sie einfach einen Freund. Ja, hallo Kinder. Ach Mensch, die arme Hannah, die ist ja so traurig und so wütend. Könnt ihr das verstehen? Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht und wo Hannah jetzt hin soll, dann gebt uns unbedingt einen Daumen nach oben und schreibt uns in die Kommentare, ob ihr eine Idee habt, wo Hannah so lange unterkommen kann. Ja, wir würden uns super doll freuen, wenn ihr unseren zweiten Kanal abonniert und wenn ihr auch noch hier weiterschaut. Wir wünschen euch noch einen tollen Tag und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald wieder. Bis dann, tschüss!